Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Diese Rezension müsste eigentlich auf Englisch sein, aber ich bin der englischen Sprache leider nicht mächtig, deswegen auf Deutsch. Heute habe ich euch die Limited Scene Edition eines meiner Lieblingsmusicals mitgebracht, der Rocky Horror Picture Show. Diese Scene Edition ist erschienen bei 20th Century Fox Home Entertainment und ist seit dem 5.11.2010 im Handel. Das heißt, diese Version werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht mehr bekommen, aber ich mache euch das Video trotzdem, um euch ein bisschen die Nase lang und den Mund wässrig zu machen. Der aktuelle Preis bei Amazon liegt bei 54 Euro, finde ich persönlich etwas überzogen, aber Sammler zahlen ja allerhand. Wenn ihr den Film haben wollt, den gibt es natürlich auch noch in Form eines Limited Media Books, in Form von zwei Limited Future Packs mit verschiedenen Cover-Variationen, als Standard Blu-ray und als Cine Project ebenfalls im Keepcase. Heute habe ich euch aber, wie gesagt, die Limited Scene Edition mitgebracht, weil ich die einfach persönlich am schönsten finde. Hier befindet sich nicht nur ein 16-seitiges Booklet mit limitiertem 35 mm Sensityp Filmcell mit dabei, sondern auch der Film in einer perfekten Bild- und Tonqualität. So, wir haben hinten drauf die ganzen Produktinformationen, die wir haben müssen. Der Film selbst befindet sich auf Blu-ray, ist klar. Ich meine, ich mache ja hier Blu-ray-Rezensionen. Ja, und ist daher auch nur auf Blu-ray-Abspielgeräten, ist nur für Blu-ray-Abspielgeräte geeignet. Also diese Blu-ray ist schon so alt, also fast 8 Jahre, dass man das noch draufschreiben musste, weil die Leute das sonst gekauft haben und zurückgebracht haben, weil, ey, das läuft gar nicht auf meinem DVD-Spieler. Ach nee. Ja, so, wir haben dann hier diesen Schuber. Ja, da ist dann auch das FSK-Siegel drauf. Auf der Rückseite selbst befindet sich dieses tolle Bild aus Sweet Transvestite mit Frankenfurter. Und hier unten nochmal ganz kurz die Filminformationen. Auf der Seite haben wir dann, das ist hier identisch, also wenn wir den Schuber drum machen, ist da kein Unterschied. Das ist schön gemacht, ja, ein bisschen weiter hoch geht's, aber minimal, nicht der Rede wert. So, hier vorne drauf haben wir dieses, ja, wie nennt man das, Wackelbild? Nennt man das Wackelbild? Ich glaube, das heißt Wackelbild. Das fand ich damals auch so cool. Ja, Frankenfurter. Wie gesagt, das ist eins meiner Lieblingsmusicals, das ist wirklich toll. Das kann ich mir auch bestimmt so einmal alle 6 Monate anschauen und singe dann auch lauthals mit. Und für alle, die jetzt hier anfangen zu lästern, ja, in Strapsen mache ich das. So, wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr mal mit mir ins Kino oder ins Theater gehen. Auch im Theater habe ich den Film schon dreimal gesehen. Das ist den Film, das Theaterstück, beziehungsweise das Musical, habe ich in unterschiedlichen Casts schon dreimal gesehen. Den Film, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Viel zu oft. Was heißt zu oft? Zu oft kann man diesen Film gar nicht sehen. Das ist einfach Party pur, das ist Lebensgefühl, das ist einfach nur geil. Hier haben wir Richard O'Brien, der den Riff-Raff spielt und das Musical geschrieben hat. Da sehen wir auch direkt, das Booklet ist vertackert, getackert dreifach. Das fällt nicht raus. Und jetzt fangen wir auch ein bisschen mit Insider-Fakten an. Ansonsten ist das Booklet ja sehr bildlastig, wobei egal. Auch hier diese, ah, ich finde das so toll. Barry Bostwick und Susan Sarandon. Susan Sarandon ist so heiß. Und hier Little Nell, das ist. Ah. Und selbst er. Ja, gut. Ich will. Nein, lassen wir das einfach. So, auf der Blu-ray befinden sich sowohl die UK-Version als auch die US-Version und jede Menge Sonderausstattung, also jede Menge Bonusmaterial. Der Filmanfang in Schwarz-Weiß, weiß ich nicht, wofür das sein soll. Was hier besonders schön ist, wir haben den Ton einmal in erstklassiger Qualität, aber wir haben darüber hinaus auch noch eine Tonspur mit Publikumsbeteiligung. Das heißt, wenn ihr das selbst noch nicht live oder so im Kino erlebt habt, dann könnt ihr euch mal anhören, was im Kino so abgeht. So schaut das Ganze aus. Da ruht dann die Blu-ray. Die Blu-ray schaut so aus. Die Limited Cine Edition. Und jetzt noch das klitzekleine Highlight zum Schluss. Packen wir das mal hier drauf. Das ist nämlich diese Filmcell.
also quasi ein Stück aus der Filmrolle. Und zwar dieses Bild hier, also diese Szene haben wir hier unten noch als Filmcell mit dabei. Die Rocky Horror Picture Show, ein Muss für jeden Filmsammler. Don't dream it, be it. Ich verabschiede mich und ich glaube, ich gucke mir den Film jetzt auch gleich nochmal an. Da habe ich jetzt wieder Lust. Das ist so, wenn ich den Film in die Hand nehme, habe ich da Bock drauf. Das ist einfach, ist, ah, Rocky Horror, super geil. Ja, also machen wir es kurz. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lasst mir den Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Be blue, see you oder wie ich dieses Mal gerne sagen würde, don't dream it, be it.